Herzlich willkommen zu Ein Mensch 100 Games. Ich habe 100 Videospiele durchgespielt und bewertet und stelle euch das Ergebnis hier Spiel für Spiel vor. Im letzten Video ging es um Super Mario 3D World und auf Platz 11 liegt The Walking Dead Season 2. Vorangestellt noch, dieses Video enthält massive Spoiler, sowohl für Staffel 1 als auch für Staffel 2 von The Walking Dead von Telltale. Und wer auch immer noch vorhat, diese Spiele zu spielen, es aber noch nicht getan hat, möge bitte abschalten. Dasselbe gilt für Kinder. Ich weiß gar nicht, ob es eine kontroverse Ansicht ist, die zweite Staffel von Telltale's The Walking Dead besser zu finden als die erste, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die lieber in der Rolle von Lee die kleine Clementine beschützt haben, als dann Clementine selbst durch die Zombie-Apokalypse zu dirigieren. Denn tatsächlich war es ziemlich smart, den Entscheidungen, die man im ersten Teil zu treffen hatte, mehr Schärfe zu verleihen, indem sie direkte Auswirkungen auf das psychische und physische Wohl eines Kindes hatten. Ein Kind, zu dem, das einem intensiv ans Herz geschrieben wurde und vermutlich in den meisten SpielerInnen einen Schutzinstinkt geweckt hat. Es galt demnach nicht nur moralisch zumindest akzeptable Entscheidungen darüber zu treffen, wer das letzte Essen kriegt, wer gerettet wird und wessen Idee man folgt, sondern auch Vorbild für Clementine zu sein und sie von den schlimmsten Grausamkeiten abzuschirmen. Und je nachdem, wie stark man das bei seiner Entscheidung gewichtet, kann das zu Interessenskonflikten führen. Manchmal kann man nicht gleichzeitig für Clementine da sein und der Führungsrolle in der Gruppe gerecht werden. Falls Staffel 2 also bei manchen unbeliebter ist, würde ich auch darin den Grund suchen. Ansonsten ist das Spiel nämlich aus meiner Sicht in fast jedem Aspekt besser. Das beginnt bei den Oberflächlichkeiten. Die Technik hat einen kleinen, aber relevanten Sprung gemacht. Die Animationen sind flüssiger, die etwas hakeligen Pausen innerhalb von Dialogen entfallen, wodurch die Spannung überzeugender und das Erlebnis unmittelbarer wird. Spielerisch bleibt es bei Quicktime-Events, aber wirklich scheitern kann man nicht. Anstatt spielerischen Herausforderungen widmet sich das Spiel noch viel klarer als Staffel 1 dem Erleben. So hat man zum Beispiel komplett auf die charmanten, aber deplatzierten Point-and-Click-Passagen verzichtet. Dementsprechend sollte man auch hauptsächlich über die Story und Erzählweise sprechen. Wieder wird man von einer dramatischen Situation in die nächste geworfen und muss für sich, für die Gruppe oder Fremde weitreichende Entscheidungen treffen, die mindestens die Dynamik und Stimmung in der Gruppe maßgeblich prägen. Wie man sich in diesen Spielen entscheidet, spiegelt dabei immer auch, was man für ein Mensch ist oder zumindest in diesem Spiel sein will. Ob man konsequent ist oder nicht, zu seinen Entscheidungen steht oder herumlaviert, wenn man durch das Spiel pflügt und es eigentlich schert, was die Figuren von einem denken oder wie sie auf die eigenen Handlungen reagieren, funktioniert das Ganze natürlich nicht. Aber das Spiel gibt sich alle Mühe, dass das im Regelfall nicht passiert. Es hilft bestimmt, sich von Überlegungen freizumachen, wie das Spiel im Hintergrund funktioniert und sich einfach hineinzubegeben. Auch wenn der Plot je nach Entscheidung weitgehend gleich abläuft, gibt mir dieses Hineinbegeben das Gefühl, dass die Entscheidungen wichtig sind. Ich ärgere mich ehrlich über Zwickmühlen und überhastet getroffene Entscheidungen. Und dies ist schon der erste relevante Punkt, in dem Staffel 2 aus meiner Sicht deutlich besser ist. Während man in Teil 1 schon beim Treffen einer Entscheidung sehr genau mitgeteilt bekam, ob es sich um eine gravierende oder eine sekundäre Entscheidung handelt, werden diese Grenzen in Staffel 2 bewusst verwischt. Das Spiel bricht schon zu Beginn einige Male derartige Erwartungen auf eine Weise, die für den Rest des Spiels klar macht, dass nichts leichtfertig entschieden werden sollte. Ich war deshalb das ganze Spiel über auf der Hut und habe noch mehr reflektiert, was ich mit meinem Tun wohl anrichte. Das Spiel ist ein Lehrstück in Sachen Verantwortungsübernahme. Die Story selbst ist dichter und klüger geschrieben, die Figuren sind ausgefeilter und gut miteinander verwoben und die Dramaturgie folgt bis zum Finale einer fein konstruierten Steigerung. Die Figuren sind gezeichnet, übermüdet und treffen auch deshalb schlechte Entscheidungen, die sie später bereuen. Sie reagieren immer angemessen auf das, was sie sehen, sie sind traumatisiert, können und wollen nicht mehr und müssen sich doch weiter verhalten. Und es tut weh, ihnen dabei zuzusehen. Das Spiel nimmt sich dabei auf eine gute Weise selbst ernst. Und es nimmt sich ausreichend Zeit, all das zu erforschen. Zwischen den durchaus harten Szenen liegen lange Gespräche, in denen die Figuren verarbeiten, was passiert ist und miteinander aushandeln, wie es weitergeht. Sich verzeihen, streiten und ihre Position ändern. Und dass man sich die Entscheidung noch mehr zu eigen macht, dass sie differenzierter ausfallen und nicht mehr rein positiv, liegt auch daran, dass zwischen Clementine und den SpielerInnen nicht mehr der Avatar Lee liegt, der nicht nur für die kleine Clem, sondern auch für uns ein Garant dafür war, dass es schon irgendwie alles gut werden würde. Zumindest hat er uns das Gefühl gegeben. Und die Erfahrungen, die ich gemeinsam mit Clementine erst indirekt und nun direkt gemacht habe, haben auch meine Entscheidung verändert. Weil aus dem altruistischen Beschützen von Clementine nun ein egoistisches wurde, habe ich weniger Rücksicht auf andere genommen und bin selbst der Logik einer postapokalyptischen Welt zum Opfer gefallen. Hier ist ein besonders erstaunliches Beispiel. Teil der aus wechselnden Figuren bestehenden Gruppe um Clementine ist die junge Sarah. Ein naives und liebenswertes Mädchen. Vielleicht ein bisschen wie Clementine in Staffel 1. Dementsprechend reagiert sie auf Clementine und hält sich an sie.
Ihr Vater Carlos hat sie bislang erfolgreich davon abgeschirmt, was draußen in der Welt passiert. Sie lebt ein relativ behütetes Leben in ihrer Community, doch wie diese Geschichten so funktionieren, hält auch die Community nicht lange, nachdem man dazustößt, und Sarah wird stärker und stärker dem sehr realen Grauen ausgesetzt, auf das sie niemand vorbereitet hat. Clementine hat in Staffel 1 nie genervt. Sarah nervt. Egal welches Ziel man verfolgt, man wird ständig davon abgelenkt, dass sie einen Nervenzusammenbruch hat, unter Druck ihre Aufgaben nicht ordentlich erledigt und sich selbst, aber vor allem andere massiv in Gefahr bringt. Auch in unserer Welt gibt es leider viele Menschen, die Nervenzusammenbrüche als lästige Zeichen von Schwäche einordnen und sich entsprechend kontraproduktiv verhalten. Und dass dieses Spiel mich durch die Verknüpfung von Spielziel und Story in diese Rolle schiebt, ist eine unangenehme Erfahrung. Zugegeben, Sarah ist auch extra nervtötend geschrieben. Nichtsdestotrotz müsste man dieses Mädchen um alles in der Welt beschützen. Aber woher nimmt man sich den Luxus von Zeit, Zugewandtheit und Gelassenheit in der Apokalypse? Zwar gibt es immer wieder die Möglichkeit, sich die Zeit zu nehmen, ihr gut zuzusprechen, aber das hat dann auch tödliche Konsequenzen. Das ganze Spiel ist in dieser Hinsicht anders geframed. Schließlich stirbt Sarahs Vater. Sie flieht panisch und ist kaum noch ansprechbar. Das Problem, das sie schon die ganze Zeit war, potenziert sich, als die Gruppe sie wiederfindet. Und Clementine muss sie zwingend beruhigen. Wäre sie doch ein bisschen mehr wie Clementine, ein bisschen weniger wie Sarah. Solche Gedanken gehen einem durch den Kopf. Es nützt nichts. Sie kauert zitternd in einer Ecke und die Zombies nähern sich. Und nun kann man eine dieser Entscheidungen treffen. Bringt man Sarah doch noch zur Vernunft oder lässt man sie zurück? Das Spiel vermittelt einem an diesem Punkt nicht, dass der Versuch, sie aufzurütteln, unmittelbare negative Konsequenzen hat. Tatsächlich, das habe ich später herausgefunden, kann man sie, für den Moment zumindest, retten und alle in Sicherheit bringen. Und doch habe ich sie sitzen lassen. Ich habe sie bewusst ihrem Tod überlassen, weil sie eine permanente Gefahr für die Gruppe war und mich in meinen Entscheidungsfreiheiten als Spieler dermaßen eingeschränkt hat, dass sie mir das Spiel ein wenig verhagelt hat. Das ist natürlich alles Absicht vom Spiel und es ging voll auf bei mir. Hängen geblieben ist mir nicht die Konstruktion von Sarahs innerem Konflikt, sondern mein eigenes Handeln. Meine pragmatisch abgebrühte Entscheidung, nicht einmal zu versuchen, ein Menschenleben zu retten, weil mir ihr Tod in Wahrheit sehr gut in den Kram gepasst hat. Ich musste sie nicht selbst töten, aber es kam sehr nah ran. Eine solche Entscheidung hätte ich in Staffel 1 niemals getroffen. Ich ließ es zu, im Nachfolger eines Spiels, das sich darum gedreht hat, ein Mädchen vor allem Schlechten zu beschützen. Das ist einer der großen Momente in Videospielen, die ich erlebt habe. Und es ist nur ein Beispiel. Staffel 2 ist voll davon. Ich werde kein In-Depth-Analyse-Video über Carters Community, die grandiose Szene auf der Brücke und Clementine selbst machen, aber ich möchte zumindest noch über Kenny sprechen. Kenny übernimmt in Staffel 2 auf eine düster verdrehte Art die ursprüngliche Rolle von Clementine. Er ist die einzige weitere Figur, die man bereits aus dem ersten Teil kennt. Dort war Kenny eine Art Gegenpol zu Lee. Während man als Lee die Rolle des Anführers mit der Rolle des Fürsorgers von Clementine auszubalancieren hatte, gab es bei Kenny keine Balance. Die Sicherheit seiner Familie stand an einziger Stelle. Kenny wird in Staffel 1 als klassischer Feigling charakterisiert, der nur dann stark auftritt, wenn er nichts zu verlieren hat. Aber auch als liebevoller Familienvater und liebenswerter Mensch. Kenny reflektiert seine Fehler und hat ein ambivalentes Verhältnis zu Lee. Und natürlich scheitert er und verliert seine Frau und seinen Sohn an die Apokalypse. Er überlebt, aber es bricht ihn. Es dauert eine ganze Weile, bis Kenny in Teil 2 auftritt. Und als er dann nach einem niederschmetternden und düsteren Spielbeginn dazukommt, ist es eine überraschende Wohltat für Clem sowie für mich als Spieler. Clementine und er fallen sich in die Arme, es wirkt erlösend. Das Gegenteil ist der Fall. Nicht nur, weil die nun neu zusammengewürfelte Gruppe nach einer kurzen Verschnaufpause sofort in die nächste Katastrophe gerät, sondern auch, weil mit Kenny etwas nicht stimmt. Der Tod seines Sohnes und der darauf folgende Selbstmord seiner Frau haben ihn erwartungsgemäß gezeichnet. Und wer das Spiel spielt, fühlt sich fortan verantwortlich für diesen bärigen, gepeinigten Mann, wird aber permanent von dessen irrationalen Vorschlägen herausgefordert. Ich habe versucht, eine Balance zwischen sinnvollem Vorgehen und einem Vertrauensverhältnis zu Kenny zu wahren, und er hat es mir wahrlich nicht leicht gemacht. Er ist, wie die neue Hauptfigur Jane zum Ende hin richtig bemerkt, eine tickende Zeitbombe und bringt, wie auch Sarah, die Gruppe in Gefahr. Kenny ist besessen von einem sicheren Ort. Wellington, so habe er gehört, sei frei von Zombies und Banditen, und er, Kenny, werde dafür sorgen, dass die Gruppe und vor allem die nicht mehr ganz so kleine Clementine dorthin gebracht wird. Ich wollte ihm helfen, glauben zu können, er würde mir helfen. Mit Clementine auf diese Art gemeinsam zu wachsen, ist ein beeindruckender Effekt, von dem man sich kaum distanzieren kann. Denn nun ist es Clementine, die Verantwortung übernehmen muss. Aber subtiler als Lee das konnte. Sie muss um die Alpha-Tiere in der Gruppe herummanövrieren und Entscheidungen beeinflussen, statt sie zu verordnen. Ihre Bekanntschaft mit Kenny macht das nur schwerer.
Kenny ist Clementines Verantwortung, so wie Clementine Lees Verantwortung war. Doch während Staffel 1 darauf baut, dass man dieser Verantwortung gerne gerecht wird, macht Staffel 2 das Gegenteil. Staffel 1 handelt von Vertrauen, dieses Spiel von Vertrauensverlust. Clementine scheitert das ganze Spiel über. Kaum ist es ihr gelungen, Fremde davon zu überzeugen, dass sie keine Gefahr darstellen, dreht einer der eigenen Leute durch und zerreißt das neue Vertrauen mit einem Scharfschützengewehr. Und so setzt sich immer das Misstrauen durch, bis wieder alle, mit denen sie sich umgeben hat, tot sind. Und Clementine wieder fast allein überlebt, zusätzlich mit der Bürde eines Waisenbabys und mit Jane und Kenny. Und an diesem Punkt im Spiel verliert Clementine ihren Einfluss auf die zusammengeschmolzene Gruppe. Jane und Kenny sind zwei gleichermaßen sturköpfige Egomanen. Es kann kein gutes Ende geben. Kenny fährt drauf los, nach Norden, in die Kälte, in den Schnee. Dort soll Wellington sein. Jane überzieht ihn mit Vorwürfen. Die Stimmung schlägt in offene Feindseligkeit um. Die klirrende Kälte, die Abwesenheit von Leben, es ist große Symbolik, die das Spiel auf den letzten Metern auffährt. Es wird immer schlimmer, immer unmenschlicher. Die letzte Stunde des Spiels habe ich körperlich mitgelitten. Aus Kennys unerschütterlicher Zuversicht wird bedrohlicher Wahn. Nur indem er Clementine in Sicherheit bringt, kann er mit sich leben. Dass er dafür mit einem Kind und einem Säugling ins eiskalte Nichts fährt, macht spürbar, dass er nur für seinen eigenen Seelenfrieden handelt. Schließlich kommt es zur finalen Konfrontation. Im dichten Schnee kämpfen Jane und Kenny wie verwundete Tiere. Kenny ist kurz davor, sie zu töten, und man darf selbst entscheiden, ob man ihn aktiv per Kopfschuss davon abbringt oder durch Unterlassen gewähren lässt. Ob man sich aus alter Verbundenheit für Kenny entscheidet oder einen Schlussstrich zieht und mit Jane einen neuen Anfang wagt, für beide Varianten gibt es erstaunlich wenig gute Argumente. Egal ob mit Jane oder Kenny, man kann jeweils eine weitere Entscheidung treffen. Und beide Entscheidungen sind für mich beste Beispiele dafür, warum ich das Spiel so hochhalte. Schauen wir zunächst auf das Ende mit Jane. Kenny ist tot und damit auch der Traum von Wellington. Es fühlt sich wie das vernünftige Ende an, bei dem man zurückfährt und versucht, sich ein neues Leben zu suchen. Doch das Spiel endet, wie es angefangen hat. Als Clementine zu Beginn allein zu einem Haus kommt, steuert man ein hilfloses, junges Mädchen, das Schutz, Essen und Medizin benötigt. Die skeptischen, teils zurückweisenden Reaktionen empfindet man als kaltherzig und sinnlos. Im Jane-Ende werden diese Vorzeichen umgedreht. Jane und Clementine werden mit einer Familie konfrontiert, die genauso dringend um Schutz und Aufnahme bettelt. Ich habe sie abgewiesen. Ich habe ihnen die Menschlichkeit verwehrt, die mir selbst zu Beginn gewährt wurde. So wie ich Sarah dem Tode überlassen habe. Denn alles, was ich in Staffel 2 erlebt habe, ließ nur diese Entscheidung zu. Während Lee gezeigt hat, wie wichtig es ist, zu vertrauen und Gruppen zu bilden, hat Staffel 2 gezeigt, was Vertrauen anrichten kann. In Serien und Filmen und auch in diesem Spiel begegnet man immer wieder Menschen, die in Extremsituationen dazu gebracht werden, ihre Menschlichkeit zu verlieren, und man stempelt sie dann immer als fehlgeleitet ab. Man müsste sich die Menschlichkeit erhalten, weil man sich auch sonst lebendig kaum von den Zombies unterscheidet. Staffel 2 von The Walking Dead hat mich in die Schuhe all derer schlüpfen lassen, die stets als schwach abgetan werden. Das ist eine kraftvolle Erfahrung. Noch eindringlicher ist das Ende mit Kenny, das ich persönlich nicht gewählt habe, aber natürlich hinterher auf YouTube nachgeholt. Jane ist tot und Kenny will weiterhin nach Wellington. Es bleibt das ganze Spiel über unklar, ob es Wellington wirklich gibt und ob es dort sicher ist. Nach all diesen blutigen Ereignissen schaffen die beiden es tatsächlich. Kenny, Clementine und das kleine Waisenbaby erreichen einen Ort, der Wellington zu sein scheint. Ein Ort des Friedens und des Abschlusses. Zumindest für ihn. Denn das Spiel lässt offen, was Wellington ist. Das Wort steht auf einer der Containerwände, die den Blick auf das versperrt, was dahinter liegt. Wellington ist eine Mauer, eine Barrikade. Doch Kenny sieht es nicht. Seine Augen weiten sich. Holy shit, we did it, Clem. Zu welchem Preis, fragt man sich, aber Clem schweigt. Und dann, that's gotta be it. Als müsse er sich ein letztes Mal selbst überzeugen, dass sein Traum Wirklichkeit ist. Eine Frau erscheint und Kenny fleht sie an, sie hineinzulassen, doch natürlich ist es nicht so leicht. Es befänden sich bereits zu viele Menschen dort. Kenny gibt nicht auf. Er verzichtet auf seinen Platz. Nur die Kinder sollen aufgenommen werden. Please, I need them to be safe. I need them. Nach einer Weile des Wartens die Erlösung. Die Kinder dürfen bleiben, Kenny nicht. Kenny zeigt keinen Anflug von Bedauern. Zu keiner Sekunde wird gezeigt, was sich hinter der Mauer befindet. Zuvor im Spiel war man schon einmal in einem scheinbar sicheren Camp, das von einem tyrannischen Wahnsinnigen geleitet wurde. Kenny bittet die Fremde, auf sie aufzupassen, doch sie zeigt keine Gesichtsregung, die vermittelt, dass wirklich alles gut ist. Und es spielt auch keine Rolle. Clementine braucht Kenny nicht. Aber Kenny braucht Clementine. Er verlässt den Ort wie ein Held. All seine Entbehrungen waren nicht umsonst. Diese Mauer im Schnee ist die perfekte Visualisierung eines Symbols. Das Uneinsehbare, das alles sein kann. Wenn Kenny sich entfernt und zu Fuß zurück in die Kälte geht, ist es gleichzeitig traurig und schön.
Es ist Frieden und Erlösung, nachdem er seine eigene Familie nicht retten konnte. Aber auch irrationaler, egozentrischer und unverantwortlicher Irrsinn. Die Ankunft in Wellington ist ein wunderbarer Abschluss für die Gesamtheit beider Staffeln. Dabei hätte ich es belassen. Es war so mächtig, dass ich bis heute, 10 Jahre später, die unausweichlichen Fortsetzungen der Reihe nicht gespielt habe. Ich will nicht wissen, was in Staffel 3 passiert, weil ich nicht wissen will, was Wellington ist. Vielen Dank fürs Durchhalten. Episoden zu storylastigen Spielen werden oft etwas länger. Das ist okay. Das nächste Spiel ist ganz und gar nicht storylastig, das Video wird deutlich kürzer und es ist das erste Spiel in den sagenhaften Top 10 dieser Liste. Noch 10 Videos, bis ich mein Leben überdenke und überlegen muss, wie ich mit den anderen 250 Texten umgehe, die ich bereits zu weiteren durchgespielten Spielen geschrieben habe. Doch dazu an geeigneterer Stelle mehr. Bis es soweit ist, empfehle ich, auch auf andere Videos aus dieser Reihe zu klicken. Das hilft dem Kanal, das hilft der Reihe, das macht mich glücklich. Zum Beispiel auf das zu Staffel 1 oder random auf Platz 42. Egal worauf ihr klickt, ich freue mich sehr darüber. Auf bald!